Ich möchte Sie jetzt bitten, hier zu begrüßen den Komponisten und Pianisten Adrian Nichitianu und den Geiger Georges Emmanuel Schneider.
Thank you.
Wir brauchen noch die Notenständer für die Solisten. Aber ich schulde Ihnen noch eine kleine Erklärung, da wir Sie vorhin vertröstet wegen der Violinsonate, die das Konzert eröffnet hat. Damit hat es Folgendes auf sich. Georges Emmanuel Schneider ging natürlich zu Zbigniew Czapczynski in den Geigenunterricht, aber er nahm auch Klavierunterricht. Und zwar eben bei Adrian Nikitianu. Und eines Tages entdeckte er, dass Adrian Nikitianu nicht nur ein hervorragender Pianist, sondern eben auch Komponist war. Und Herr Nikitianu brachte seinem Klavierschüler seine Violinsonate mit in den Harmonielehre, Theorie und Klavierunterricht und zeigte ihm die Komposition, die er als 21-Jähriger geschaffen hatte, damals noch in seiner Heimat Rumänien. Und nun nahm Georges Emmanuel Schneider das Stück mit in seine Geigenstunde, in die Geigenlektion zu Zbigniew Czapczynski. Und Herr Czapczynski sagte, dieses Stück ist zu gut für die Schublade. Wir sollten es in den Konzertsaal bringen. Und dieser gemeinsame Entschluss fiel in den letzten Geigenlektionen, die Georges Emmanuel Schneider bei Zbigniew Czapczynski nehmen konnte.
Das war also eine der letzten Arbeiten, die sie miteinander angingen. So war das eine Art auch Erbe von Herrn Chapczynski, das Georges Emmanuel Schneider übernahm, diese Sonate zu erarbeiten und sie auch konzertreif zu gestalten. Er hat sie gespielt in Salzburg an seinem ersten Diplom beim Professor Ruggero Ricci. Und das Echo darauf war so gut, dass es ihn ermutigt hat, nun dieses Stück Ihnen hier auch zu präsentieren.